2003 hat das Kraftwerk Wettingen eine neue Konzession für weitere 80 Jahre bekommen. Eine der Auflagen war, eine Fischaufstiegshilfe, um das Kraftwerk zu bauen. Die Fischaufstiegshilfe ermöglicht allen Fischen und auch den Krebs den Aufstieg von der Staumauer bis auf den Stausee. Der Fischpass ist nach der neuesten Erkenntnis gebaut worden. Er hat aber eine weitere Auflage gehabt, natürlich auch am Schluss noch eine Erfolgskontrolle zu machen. Die Erfolgskontrolle hat aus einer einjährigen Zählung der Fisch und der Krebs bestanden. Wir haben also jeden Tag vom Montag bis Freitag die Fisch bestimmt, zählt und dann wieder in den Stausee begeben. Mein Fazit von dieser Untersuchung, die auch wissenschaftlich begleitet war, war, dass der Fischpass funktioniert und allen Anforderungen genügen tut.